Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben jetzt immer noch, glaube ich, den 15.06. Jetzt noch 7.32 haben wir es gerade. Heißt, in der Abendstunde haben wir noch zwei Touren. Es gibt neue Aufträge. Zum einen ist es einmal, was heißt, den Linie 291 kann ich ja nicht fahren, weil da schon dieser Auftrag, Linie 11, vom Fahrer besetzt ist. Das heißt, prinzipiell könnte ich am 19.06., sprich in 4 Tagen, um 15 Uhr die Fahrt machen von Gran Tarajal nach La Lajita. Die Linie 273. Allerdings, da wir noch nach dem 15.06. haben wir prinzipiell noch den 16., den 17. und den 18. Heißt, wir haben so gesehen 3 Tage, die noch vor dem 19. sind, wo noch Aufträge reinkommen könnten. Deswegen würde ich sagen, springe ich auf den 15.06., also ich spule vor auf 22 Uhr. Und dann hier in der Schichtplan, die beiden Fahrten sind gemacht. 22 Uhr, vielleicht auch auf 23 Uhr, sicher ist sicher. Ich springe auf alle Fälle spule die Zeit auf alle Fälle ein bisschen vor. Gut, dann nehme ich nur um 15 Uhr, reiß mir selber den Bus, die Tour zu und springe dann zum Tag von der Fahrt. Oha, Emilian hatte einen Unfall. Okay. Karosserieschaden 100%. What the? Aber der Status ist dabei. Hey? Aber wir haben einen Karosserieschaden von 100%. Ich will nichts sagen, aber ich brauche echt hier ne Mechaniker. Das heißt, in dem Fall kann ich den Bus eigentlich gar nicht nutzen. Weil der RIP ist. I guess. Also wenn er gleich noch, wenn er jetzt noch fährt, dann fahre ich halt. Was soll ich sonst machen? Außer dann 237, sehr schön. Alles noch dran, alles funktioniert. Okay. Warum auch immer ich hochschalten soll, ich muss ja erstmal hier rückwärts raus. Aber gut, das heißt, ich kann auch mit 100% Karosserieschaden prinzipiell fahren, allerdings. Ich denke mal, dass ich jetzt nicht mit voller Leistung fahren kann. Das ist mein Guess einfach mal. Ob das wirklich so ist, ist halt wieder eine andere Sache. Aber hier habe ich nochmal geblinkt. Da und da. Genau. Und ich darf nicht auf Kuhn E kommen. Meine Güte. Wait a second. Wo muss ich jetzt ganz hinfahren erstmal? Wir fahren ja nicht von El Matorral los, wir fahren ja eine komplett neue, ach du heilige Scheiße. Von Gran Tarajal geht es hier rüber, über Cabildo de Fuerteventura nach Tarajalejo, oh Gott, nach Tarajalejo, ja. Wenn ich es falsch ausspreche, verbessert mich sehr, 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 sehr gerne in den Kommentaren. Und dann geht es nach Lajita und dann wieder zurück nach Tarajalejo. Ich vermute mal, dass ich diesen Namen safe falsch ausspreche. Dann wieder über Cabildo de Fuerteventura und dann wieder nach Gran Tarajal. Und dann wieder komplett zurück. Eine unfassbar lange Strecke. Da
da muss ich halt auch erstmal hinkommen. Oder hinfahren, besser gesagt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal hinfahren, dann werde ich nochmal kurz was zu trinken machen und dann bin ich ready to go. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es heute gerade echt anders heftig ab als sonst. Warum auch immer. Vielleicht ist aber auch nur so ein Feeling. Schon, jetzt weiß ich wieder, was ich prinzipiell hätte machen wollen noch, aber ich es nicht mehr benötige. Ich wollte hier noch den Settings gucken, wie es hier in dem True Bus Simulator habe. Heute kommt wahrscheinlich im Verlauf des Tages dann nochmal ein The Bus Video raus, das erste The Bus Video. Also wie gesagt, das Einzige, was ich schade finde, beispielsweise bei... Ah, kriege ich das jetzt endlich gerade hin. Mit Tab wäre das wahrscheinlich möglich. Bei The Bus hätte man hier in dem Fall, also hier über dem Navigationssystem, nochmal so eine extra Leiste, wie weit es noch ist bis zum nächsten Haltepunkt. Das fände ich hier eigentlich auch ganz nice. Ja, wie ich bereits vermutet habe, ich glaube, ich habe jetzt gerade nichts Falsches gemacht. Habe ich auch was Falsches gemacht? Ich dachte, ich könnte nur noch 33 km pro Stunde fahren. Das ist ähnliches wie ein Eurotruck Simulator oder ein American Truck Simulator, dass man dann nicht mehr ganz die Motorleistung hat, je mehr Schaden man hat. Schaden mal genommen hat, besser gesagt. Die CPU-Auslastung ist überraschenderweise ziemlich hoch. Ich glaube, es war sonst nicht so krass der Fall, aber ich kann mich dahingehend auch täuschen. Jetzt sind wir den Kreisverkehr durch Castillo Caleta, der Fuste. Oh Gott. YOLO. Haben wir jetzt auch gerade wieder was zusammen. Ich glaube, ich auch ein bisschen zu sehr irritiert bin vom von der CPU-Auslastung, die ich gerade eben hatte. Und die ist allgemein weiterhin weiter so hoch, aber ich weiß gerade nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob es beim letzten Mal auch so war. Ich weiß auch nicht, ob ich beim letzten Mal doch die Sachen oftmals dickes gerade auf habe, von daher. Das alles an mir liegen. Oder ist einfach nur so ein Feeling, dass es vorher besser war, aber es ist gar nicht in Wirklichkeit so war. Ich merke schon, den Kreisverkehr darf ich nicht so rasant reinfahren, rausfahren, ist dann wieder passender, sag ich mal, kann ich besser lenken. Gut. Ja, gut. Wahrscheinlich muss ich noch mal kurz zwischendurch noch mal kurz einen Stopp machen, mir was zu trinken. Ah, gut, zu trinken machen. Uiuiui. So, Cruise Control und dann geht's weiter hier. Ein Weg, den wir bereits schon kennen von der einen Fahrt, die wir hatten. Mit unserem Auto allerdings. Und jetzt mit angenehmerer Steuerung mit dem Bus. So, ich kann mir ein bisschen nachbeschleunigen. Die Cruise Control kann ich eigentlich, aber den Tempomat kann ich eigentlich erstmal vergessen. Weil ich jetzt eh nachbremsen muss. Die Kurven sind jetzt gerade hier ein bisschen zu heavy. Oder zumindest an der einen Stelle. Jetzt ist es wieder machbar. Heißt, ich muss wieder Gas geben bis zur nächsten Kurve. Aber auf die 90 komme ich ja eh nicht. Es geht, glaube ich, gerade stark bergauf. Der MAN hat schon ordentlich zu kämpfen, würde ich sagen. Ja, 60, der war gut. Ich habe mich zu sehr darauf verlassen, dass die 60 schon passt. Oh, passen wird.
haben wir wieder eine scharfe Kurve. Gut, wir sind ja schon 100%, ne? Mehr als 100% geht nicht. Und 1% Karosserie-Schaden ist nicht drin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich... Oh, ich war zu schnell. Runter auf 40, mindestens auf 40. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hiernach dann... nochmal einen Fahrer, noch einen Mechaniker uns besorgen und vielleicht auch nochmal einen Vertrag machen, nachdem wir die Tour beendet haben. Auch noch einen Vertrag mit Ersatzteilen. Oh Gott. Hätte ich vielleicht ein bisschen stärker reinbremsen sollen und können, aber es hat doch so gereicht. Und solange es reicht, ist es ja passend. Okay, ja, ich kann auch den Browser schließen, der Upload ist durch. Passte. Ach je, ach je, ach je. So, weiter hoch. Macht er doch den Schlupf Bodenmast. Also, ich weiß gar nicht, ob ich diese Strecke schon mal jemals gesehen habe. Also, ich weiß, dass Lavan auch mal über Serpentin gefahren ist. Und da so das ein oder andere Problemchen hatte. Also auf den Schattenabschnitt freue ich mich auch schon. So, Tempomat rein. Jetzt geht es ja erstmal schön geradeaus. Oh Gott. Schön holprig. Holprig, aber es geht voran. Wie weit haben wir es denn noch? Gut, ja, nach Gran Tajal komme ich noch und dann, bevor es dann losgeht, mache ich mir dann nochmal was zu trinken. Weil wir haben es 53, muss ich nicht um 15 Uhr da sein. Heißt, ich muss mich ja sogar noch beeilen jetzt. Eieiei. Aber gut, ich bin ja auch schon fast da. Toll, muss ich auch gar nicht mal zur Abfahrtzeit springen, weil ich dann ja schon da bin. Also, ja, weil ich dann fast schon sogar zu spät bin, eventuell. Ich fahre jetzt mal einfach ein bisschen schneller. Oh. Jetzt vielleicht nicht. Yeah. Ich muss schon sagen, also sie sind halt echt super. Ja. Schön, dass ich wieder mit der Feststellbremse bremsen musste, weil das Doppel-S-Drücken wieder nicht funktionierte. Ich weiß auch gar nicht warum. Die liegt nicht an der Festplatte. Die Festplatte hat zwar was zu tun, also ist nicht komplett am Schlafen, aber die ist jetzt nicht so am Arbeiten, dass ich. Das ist. Verständlich ist, dass das passiert. Um es mal so zu formulieren. Jetzt hat es wieder funktioniert. Also irgendwie, ich sag ja, wenn ich es brauche, funktioniert es. So fährt die KI die Kreisverkehre. Habe ich zu spät auch noch gebremst, bin noch mal reingefahren. Egal. Es gibt zum Glück keinen Geldabzug. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, ich bin echt zu spät. Ne? Ich bin 3 Minuten zu spät. Scooter. Gott. Hallo. Tap. Tap. Hallo. Danke, Tap. Dass du raus bist. Ich wollte nämlich eigentlich auf Escape drücken und gucken, wann ich nochmal da sein soll. Und wann die Fahrt beginnt. Aber die Fahrt hat noch nicht begonnen. Zur Anfahrtzeit kann ich noch nicht springen. Gran Tajal. Ja gut, ich brauche auch gar nicht zur Anfahrtzeit springen wahrscheinlich, weil ich halt zu spät bin.
Also nochmal kurz die Ehrenrunde hier in Gran Tarajal. Die Bar Tropical entdeckt. Ein Möbelgeschäft entdeckt. Das ist aber schick hier. Fitnessstudio Fitstar in Gran Tarajal entdeckt. Wir haben noch eine Bushaltestelle. Zwei Speedbumps. Sieht hier wie eine Hotelanlage aus. Also etwas war ein Apartmentkomplex. Ist auch schon schick hier. Den Strand Playa de Gran Tarajal. Hab ich jetzt auch aufgedeckt. Was war das denn? So. So, komm. Oh Gott. Hallo. Ein. Der wartet sogar noch, was aber nett von ihm. Der wartet auch. Oh Gott. Felsen. Das war ein etwas sehr ausgeprägter Gully. Und ich würde sagen, Parkbremse und ich machen mal kurz einen Tee. So, dann wenn ich mich noch richtig hinsetzen würde, dann kann das auch weitergehen. Erstmal Zündung starten, Motor starten, damit wir alles haben, Klimaanlage an. Ja, dann kann ich die Tür aufmachen. Zumindest die Fronttür. Das sollte noch an sein. Genau, was war noch an? Mahlzeit. Mahlzeit. Also auch Mahlzeit. Mahlzeit. Hello there. Hallo. Ja, da haben wir zeitlich gesehen eingespannt sind, müssen wir auch schon fast direkt weiter. Deswegen würde ich sagen, ne, ich kann nämlich nicht zur Anzeige. Oh, jetzt wäre schwer. Ich kann nämlich nicht hier zur Anfahrtzeit springen. Ich glaube, es ging auch 15 Uhr los. Ich bin jetzt 12 Minuten zu spät. 12 Minuten. Und das geht jetzt erstmal mit der Linie 273 von Gran Tarajal nach La Lajita und dann wieder zurück nach Gran Tarajal. Deswegen würde ich sagen, Türen zu. Gang noch hochschalten. Feststellbremse lösen. Und dann kann es im Grunde genommen weitergehen. Oder losgehen. Ja. So, jetzt wird er weitergehen. Ich weiß gerade kurz, ob das verwirrt, aber ich kann ja einfach losfahren. Ich kann mal den Sound ein bisschen lauter stellen. Dann haben wir noch Las Palmeras entdeckt. Uiuiuiui. Das war eine abenteuerliche Kurve. Der war geradeaus. Da hinten kommt noch einer. Ne, der lässt mich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann wird durch den Kreisverkehr durch und dann geht es. Ah, das ist ja auch schon ausgeschildert. Dann geht es erstmal Richtung Mochorappen. Ja, ja, ich spreche erst gar nicht aus. Wie gesagt. Mochapple, irgendwie sowas um den Dreh. Würde ich jetzt zumindest so aussprechen. Ich kann leider kein Spanisch. Spanisch ist allerdings auch auf meiner Liste, was ich mir mal lernen möchte oder irgendwann mal mir selber beibringen möchte, aber da muss ich auch erstmal die Zeit dazu finden. Ich finde ja gar nicht mal wirklich die Zeit oder die. Ja, was heißt die Motivation? Ich hänge immer hinter dem Aufnehmen, hinter dem Rendern her. Ich muss da mal ein bisschen mehr produktiver werden, was das Ganze betrifft. Oder was das Vorproduzieren und so betrifft. So, wieder hier runter. Ah, hier sind die 60 sogar wirklich machbar. Ja, ich wäre sogar mit 70 durchgekonnt. Aber jetzt geht's Richtung Tarajalejo. Oder wie es auch immer war. Der lässt uns prinzipiell, aber der soll mal fahren. Jetzt muss er fahren.
diese KI. Wenn er schon so weit vorfährt, dann muss er dann auch irgendwann fahren. Von da kommt gerade nichts. Dann kann ich jetzt einfach Dann mache ich mich jetzt auf den Weg und fahre. Und die nächste Haltestelle ist ja bereits gleich dort vor Ort. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Geld das für diesen Auftrag gab. Ich glaube 1700 oder so. War das um den Dreh? Irgendwie glaube ich. Um Gottes Willen. Etwas, soll ich sagen, etwas weit rausgefahren. So, da steigen sie alle aus, die raus wollen. Sind alle ausgestiegen. Alle eingestiegen. Beide Türen schließen. Und dann geht's weiter zum nächsten Stop. Einzige, was schade ist. Es gibt keine Ansage. Man kann, ich habe zwar irgendwie Ansage abspielen, jetzt immer drauf gedrückt, aber geht eigentlich nicht. Das ist noch so eine Sache, die ein bisschen fehlt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war, wenn ich jetzt auf, wenn ich auf Escape drücke, dann bin ich in der Spielpause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt geht's nach Tarajalejo und dann sind wir schon bei La Lajita. Lajita, dann drehen wir wieder. Stimmt. Also wir sind ja schon fast am Ziel. Also am Ziel mehr oder weniger, aber. Ja. Aber es ist echt schön, finde ich. Es gefällt mir hier durchzufahren. Wie gesagt, die Bergstraße, da, über die ist ja Lavanbreit schon mal gefahren. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie das. Wie es dann für mich wird. Lavan hatte ja einige Probleme. Er war dann irgendwann noch im ersten Gang und ist noch im ersten Gang gefahren. Daran erinnere ich mich noch. Hier ist niemand, wunderbar, dann kann ich da rein. Das heißt, es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Da haben wir natürlich auch noch den Shuttle-Modus und sonstige verschiedene Modi. Wir sind ja aktuell nur im Linienverkehr unterwegs, also da wird es wahrscheinlich noch einige Sachen geben, die es zu entdecken gibt. So, schön der orangen Linie folgen. Dann kann auch nichts schief gehen. Hier haben wir noch ein Restaurant. Aber ich glaube, ach hier war es ja, so, dass es keine festen, es nur feste Plätze gab. So, jetzt ein Talerach. Ich glaube, es ist eher bei Tara, weil ich es gerade nicht mehr vor Augen habe, wie es mal hieß. Ja, einmal kurz escaped und dann wieder komplett zurückgesetzt worden. War das so? Ist das so? Ja, ist so. Okay. Also Escape nur drücken und notdürftigen, wenn es nicht anders geht. So wie es in diesem Fall leider, deswegen war es halt unvermeidbar, aber 100%. Ich bin ja schon bei 100%, von daher mehr als 100% geht ja nicht. So, Tarajalejo. Also wie gesagt, also irgendwann bekomme ich vielleicht den Namen noch zusammen, aber ich sag mal so, besonders bei solchen Fahrten, wo man halt Stops hat, da ist es dann halt wieder leicht, den Namen zu vergessen. Leichter, als wenn es jetzt von A nach B geht. Okay, laufen wir vorbei, heißt, wir können mal einsteigen. Dann geht es jetzt nach La Lajita. Falsche Seite, ich habe doch nicht geblinkt. Ich glaube, das ist ja noch gelöst, da war ja was. Und dann noch direkt wieder hier links herum. Ungünstig. Aber es hat gepasst. Puh, es ist auch eng. Es ist aber auch geil, dass es eng ist. Ich kann es
immer wieder nur sagen, dass ich es geil finde, dass es so, so enge Straßen hier sind. So, ich habe wieder doppelt S gedrückt, hat nicht geklappt. Dann, weil ich es brauche, funktioniert es nicht. Oh, ich kann jetzt aber den Truck lackieren. Geil, wusste gar nicht, dass es das gibt. Also ich habe... Nee, wusste ich gar nicht. Also, wusste ich gar nicht. Cool. Cool, cool, cool. Also, ich nehme an, dass man hier lackieren kann. Werbefirma. Okay, vielleicht noch nicht. I don't know. Wobei, wahrscheinlich kann man hier Werbung sich auf einen Truck lackieren lassen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, wir gehen jetzt nach La Lajita. Dann machen wir in La Lajita dann nochmal so eine Scherenkehre. Und dann geht's zurück über Tara... Oh Gott, meine Güte, jetzt den Exit wieder. Über Tara Jalejo. Jetzt habe ich es, glaube ich. Und so weiter zurück nach... Ich habe keine Ahnung mehr. Zu viele Haltestellen, wie gesagt. Und es gibt leider keine Ansage im Gegensatz zu The Bus. Wie ich bereits schon gesagt habe, höchstwahrscheinlich dann im Verlauf des Tages dann noch mitbekommt. Schön hier entlang. Schön hier am Wasser. Das ist schön hier. Das ist landschaftlich einfach nur 1A. Da hätten wir so noch ein Boot. Huiuiuiui. 40 war sogar auch zu viel. Jetzt kämpfen wir uns hier wieder den Berg hinauf. Mit 60 zumindest ausgestellt. Okay, hier kommen wir dann da gleich noch wieder runter. Da schon ich auch wieder. Ich merke schon, das ist ein... Gott. Ich glaube, wenn der Bus... Wenn wir die... Ich weiß gar nicht, wie das dann ist, wenn wir... Jetzt hat es wieder funktioniert. Toll. Also es funktioniert echt immer nur dann, wenn ich es prinzipiell nicht bräuchte. Und jetzt nochmal einfach testweise probiere. So, jetzt kommt er über nach Lachita. Ich weiß gar nicht, wie das sich dann verhält, wenn wir dann die... Endlich! Einmal hat's funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie das sich das dann verhält, wenn wir die Busgarage haben. Oder mehr Busse haben können. Und wenn dann der Bus in der Busgarage ist, ob... dann irgendwie von da Schaden oder so. Gut, man kann dann wahrscheinlich mit Schnellreise dann zur Busgarage hin. Das heißt, dass dann ist der Weg nicht ganz so weit wie jetzt von der Zentrale. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte rechts gemusst. Das war jetzt gerade etwas verwirrend. Wir haben hier sogar noch einen Container. Und wir entdecken jetzt wieder jede Menge Sachen in La Lajita, okay, geradeaus weiter. Restaurant, La Lajita. Cafeteria. Bironas. Und dann lassen wir die Leute. Moment, die vordere Tür brauche ich nicht. Ich muss sie nur aussteigen lassen. Wahrscheinlich auch alle aussteigen. Ich muss mal nicht gucken, ne? Also das Ding ist, falsche Taste. Das Ding ist wegen den ganzen Verträgen. Also ich bräuchte einen Angestellten. Also ich muss halt gucken, Angestellten. Ich muss gucken, wie viel ich für den Mechaniker bezahlen muss. Ich muss gucken, wie viel ich für den Fahrer bezahle. In erster Linie. Wie viel für die beiden Angestellten. Wie muss ich jetzt lang? Rechts rum? Links rum? Ich muss rechts rum. Wie viel ich für die ganzen Angestellten zahle. Da muss ich gucken, wie viel ich zahle für einen Vertrag, damit der Mechaniker wirklich arbeiten kann. Was so die Ausgaben sind für die Woche. Dann gucken, oh, das war ein Unfall. Dann gucken, wie viel die Einnahmen sind.
Genau, dann gucken, ob ich noch, also die Einnahmen, die werden ja immer mehr steigen, also soweit ich das mit in Erinnerung habe, zumindest wie ich in Erinnerung habe, wie ich es glaube ich gesehen habe, levelt man ja so gesehen nicht nur den Fahrer ab, sondern halt auch die Routen. Irgendwie so in der Art. Heißt, für die Routen bekommen wir halt mit der Zeit auch mehr Geld. Dadurch heißt, dadurch muss ich, kann ich dann gucken, ob ich halt zusätzliche Ausgaben noch tätigen kann. Wie beispielsweise, oh, hier haben wir sogar ein Haus. Wie jetzt beispielsweise, dass die Servicequalität sich verbessert. Ne? Dass wir dann sagen, okay, hier have fun with WLAN und so weiter. Ne? Das sind so alles Ausgaben, die sind erstmal komplett, also die Ausgaben in Bezug auf die Servicequalität sind erstmal komplett sekundär. Heißt erstmal geht es eher darum, dass das genügend Geld, ja, ne, dass ich halt das Geld habe wöchentlich oder wie auch immer das abgerechnet wird, die Finanzen. Kann ich ja kurz mal gucken. Wobei es immer, glaube ich, nicht, oder? Ne, das war ja. Ist ein allgemeines Ding. Alles ein allgemeines Ding. Also prinzipiell müsste ich bei der Übersicht gucken, ne? Also Gesamtausgaben, Restschuld. Wir haben wöchentliche Ausgaben von 2602 und Einnahmen in den letzten 7 Tagen von 8251. Es wird steigern, also das heißt, ich kann die wöchentlichen Ausgaben auch erhöhen. Für Ersatzteile etc. pp. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Damit würde ich dann auch direkt mehr oder weniger gleich weitermachen. Wenn wir durch sind, so, jetzt eben kurz hier, dann geht es wieder zurück nach La Lajita. Nee, in La Lajita war ich jetzt gerade. Es geht weiter nach, wieder zurück nach Tarajalejo. Wir haben so eine Baustelle, okay. Deswegen waren hier auch die 40. Okay. Deswegen ist es auch hier, hat mich die Straße auch verwirrt. Ist mir beim Reinfahren hier gar nicht wirklich aufgefallen. So, das Gute ist, dass ich mich jetzt in den Berg hochfahre, dass ich dadurch halt sowieso auch langsamer bin. Die KI sowieso, aber das ist schön, dass wir jetzt auch zumindest schon mal eine Route haben oder gefahren sind, wo wir auch wirklich so ein bisschen an der Küste entlang gefahren sind. Da wird es bestimmt auch noch andere Routen geben. Bisher kenne ich ja nur die südöstliche Seite, noch nicht die westliche Seite. Ich glaube auch gar nicht durch Lavan möglich gewesen, oder wäre auch gar nicht durch Lavan möglich gewesen beispielsweise. Dann noch ein Kreuzfahrtschiff. Oh. War so klar. Mensch, Mensch, Mensch. Ich merke schon, ich fahre echt scheiße, aber das liegt auch an den Lecks zum Teil. Weil ich auch zu sehr YOLO unterwegs bin und denke, ich schaffe es noch. Und dann ist da plötzlich doch eine Kante gefühlt. So, doppelt S gedrückt, hat nicht geklappt. Mal wieder, wie immer, man kennt's. Wenn ich denke, dass ich es brauche, dann funktioniert es nicht. Ist ja mittlerweile schon Daily Business geworden. LKW, davor schaffe ich es noch. So, jetzt bin ich in Tarajalejo. Ich hoffe, es war richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind auch echt immer hier. Es ist halt eng, ne? Dadurch ist es halt auch.
Okay, jetzt direkt links. Ja. Jetzt hier rumzukommen, ne, jetzt wird noch eine. Wobei, ich könnte auch gleich, glaube ich, geradeaus weiter, ne? Ich könnte geradeaus weiter und dann hier vorne drehen. Komme ich hier noch rum? Ich könnte vielleicht rumkommen. Ne, ich komme ja nicht rum. Dann fahre ich einfach. Dann fahre ich einfach hier geradeaus weiter. Bin ich zu schnell rein. Dann drehe ich halt nochmal eine Ehrenrunde. Auch gar kein Problem. Bin unter dem Speedlimit rübergefahren und trotzdem Unfall. Oh Gott. Playa de Tarajalejo entdeckt. Dann habe ich wohl einmal auch mal so eine Ehrenrunde gefahren. Puerta del Sol. Und dann kann ich diese Straßen halt echt nur befahren, wenn keine KI hier ist, ne? Also das ist halt heavy zum Teil. Bin ich jetzt 79,2 Kilometer jetzt bei dieser Tour gefahren oder insgesamt? Ja gut, dann fahre ich halt YOLO an dem vorbei, weil der halt nicht fährt. Was sonst da machen. Ich denke auch, wenn es so hier bei True Responsible Meter so wäre, dass man für jeden Unfall, wie in Euro Truck Simulator 2 oder im ATS, jedes Mal Geld abgezogen bekommen würde, abgesehen von Karosserieschaden, der ist ja auch da, aber auch zusätzlich einfach nur für den Unfall. Dann würde ich mich, glaube ich, auch viel mehr darüber aufregen. Aber so ist es halt irgendwie Wirtschaft-Arcade-Modus, wenn ich hier gerade fahre. So, dann geht es jetzt nach Cabildo de Fuerteventura und dann wieder zurück nach Gran Tarajal. Ja, in Gran Tarajal. Das dann wäre der Endpunkt. Und dann geht es nochmal wieder ganz zurück. Ich schätze mal, dadurch, das sind einfach Werbeeinnahmen, die man dadurch generieren kann. Quasi zwar auch Lackiererei so gesehen, aber halt eher für Werbung und jetzt nicht für Skins oder sonstigem. Dann verlassen wir wieder Tarajalejo. Engelkiste hier wieder. Oha. Ja, aber trotzdem für dich lässt sich es noch einfacher steuern für mich als das Fahrzeug. Als der PKW. Zumindest habe ich damit gefühlt mehr Probleme. Der Weg ab, dann nichts wie rein. Und dann gebe ich wieder weiter Gas, bis zur nächsten Kurve zumindest, wo ich mir langsamer werden sollte. Also das ist aber auch interessant. Ich frage mich halt, ob es halt wirklich so ist, dass dann halt ab und zu einfach mal da solche Container und Trailer und Anhänger stehen. Ich selber bin hier bisher noch nie in Spanien gewesen oder auf Fuerteventura. Auch schon bei der nächsten Haltestelle oder bei der vorletzten Haltestelle vor Gran Tarajal.
kurz ein bisschen härter reinbremst. Ist schlecht wahrscheinlich, komplett schlecht für die Auswertung, aber im Graben zu landen ist halt auch nicht gut. Und im Grunde genommen, da ich ja schon mehr die eine oder andere Notbremsung jetzt hier hatte, weil das halt wirklich Auswirkungen auf die Servicequalität hat, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das so war oder nicht, dann ist es ja sowieso verkackt. So, dann geht's jetzt zur Endhaltestelle. Schön, dass der Blinker wieder ausgegangen ist. Dann auch wieder die lange Reise zurück zum Headquarter. Es ist ein langes Video wird es werden, das steht schon mal fest. Weil ich selber nicht wirklich darauf geachtet habe, wo die Linie 273 langfällt, dass sie von Gran Tajal nach, ich habe schon wieder vergessen, nach La Lajita fährt. Oder dass sie dahin führt und dass es so eine Strecke ist, wusste ich nicht. Dann werde ich mich schon mal darauf einschlagen, wenn es eine längere Tour wird, aber Überraschung war auf jeden Fall gelungen und da. Auch nice, wie einfach hier so ein Strommast mitten im Kreisverkehr ist. Das ist so die andere Art von Skulptur. So, und wieder ab nach Gran Tajal. Und die erste links. Reinlassen. Also das Ding ist halt, ich muss mich halt wirklich drauf mehr einstellen und mir mehr merken, dass ich halt viel bei Tourist Simulator auf die KI achten muss oder viel der KI die Möglichkeit geben muss zu agieren, weil sie es halt auch tut. Das ist mehr ein Geben bei der KI hier als ein Nehmen. Das muss ich mir einprägen. Dann lassen wir mal alle aussteigen. Alle Teile wurden angefahren, keine Fahrgäste wurden an Haltestellen zurückgelassen. Servicewertung 19%, Unfälle 10, Radarkontrollen 0. Ja, yeah, die Unfälle waren komplett. Das war ein kompletter Rip durch die Unfälle. Okay, Servicequalität komplett Rip. Dann würde ich sagen, ja, geht es komplett, wobei, was heißt komplett zurück? Gehen wir da schnell Reise zurück, der Bus wird dann ja auch da sein, damit wir das eben fix machen können. Das muss ja nicht unnötig in die Länge gezogen werden, ja, hinfahren muss sein, hoppala, so, der schnelle Reise, machen wir es einfach mal so. Und so sind wir auch wieder hier. Dann würden wir aussteigen. Zwar nicht drin in der Dings, wo ich jetzt wäre, aber oh, jetzt hier muss ich jetzt hier. Ich bin gerade verwirrt. Also wir haben ja jetzt. Ich kann ja mal kurz gucken, wie das mit den Aufträgen ist, ob wir jetzt gerade neue Aufträge haben. Wir haben einen aktuellen Auftrag gerade, der um 19.06 Uhr, um 23 Uhr. 19.06 Uhr, aber gut. Oh, Linie 287 von Morochable nach Costa Calma. Für 2.300. Den wir noch nicht freigeschaltet haben. Den kann ich nicht annehmen. Die Linie 11 kann ich nicht annehmen. Die Linie 101 kann ich nicht annehmen. Die Linie 22 kann ich annehmen. Dann mache ich das auch mal. Dann muss ich jetzt aber nochmal kurz hier in den Nebenraum gehen. Das ist zwar der falsche.
wegen, wo waren denn jetzt hier die Mitarbeiter oder waren, hier waren die Mitarbeiter. Gut, wenn wir jetzt den, das hat 1000, ich brauche aber einen Mechaniker. Arbeitsmarkt für Mechaniker. Mechaniker 1 von 100. Wie war das nochmal? Zuverlässigkeit und das sind die Sterne von dem. Fein, das ist 100, würde ich sagen, ne? Wunderbar, dann sind wir jetzt bei Einnahmen von knapp 8, für knapp 9000 und Ausgaben von knapp 3700 und Einnahmen von 9821. Ich muss jede Woche auf über 3700 aktuell kommen. Na, ich informiere mich nochmal, wie das da war. Dann gucke ich nochmal im nächsten Video, vom nächsten Video, wie das Ganze jetzt was im Smartesten ist, ob ich halt irgendwie ein Lager machen sollte für das Ganze und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr. Ich gehe nochmal kurz in die Garage und dann werde ich dort die Folge enden lassen. Das Ganze nochmal war. Busreparatur, genau. Nicht Mechaniker, die Reparatur, Karosserieschaden. Ja, kein verfügbarer Mechaniker, aber der würde den Karosserieschaden beheben können. Bauteile. Gut, Lichter, Blinker, Klimaanlage, Motor, Scheibe. Das sind eigentlich Sachen, würde ich sagen, die man einfach dann peu à peu macht. Deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.